Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rayman Redemption. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es war schon interessant das letzte Mal. Da haben wir einen neuen Bosskampf gehabt. Ein Dark Mosquito, also mehr oder weniger neu. Und heute gehen wir in die nächste Welt, und zwar die Musikwelt. Auf die bin ich schon sehr gespannt. Mal schauen, wie viel der Kollege hier geändert hat. Und schon. Das sieht auf den ersten Blick schon mal sehr schön aus, muss ich sagen. Das gab's davor nicht. So. Auch sehr hübsch. Also das ist bisher sehr anders. Also wirklich mit richtigen, ja, dass man auch immer auf so Waldzeug läuft, sage ich jetzt mal. Das gab's davor nicht, ja. Davor war man eher nur immer nur auf diesen Becken, was weiß ich was, unterwegs. Kann da unten laufen? Nee, oder? Nee, bestimmt nicht. Ich probiere es lieber nicht aus. Es sieht so ein bisschen so aus, als ob man laufen könnte tatsächlich, aber... Oh cool, eine Geige! Nice, bestes Instrument immer noch. So, wo geht's denn hier drüben hin? Wehe, ich sterbe. Aha! Was aber fies. Was ist das hier? Hä? Gibt mir doch gar nichts. Okay, also es ist irgendwie... ist ja nichts. So gut, dann gehen wir wieder zurück, würde ich sagen. Machen wir weiter. Ich will halt die Käfige kriegen, ne? Ist klar. Hast du die Geige gekillt? Ne. Aber ich wette, die macht mir Schaden, wenn ich da gegen diese Musiknoten komme. Deswegen lassen wir das mal. An der Stelle bitte bleiben. Wow, was geht hier ab? Stimmt, wir haben ja auch die Fähigkeit bekommen, ich erinnere mich. Dass wir jetzt durchaus in der Lage sind, uns an den violetten Lums festzuhängen, ne? Das darf man nicht vergessen. So, und was ich auch nicht vergessen würde, ist hier den Käfig zu holen. Wie kriegt man den denn? Wie kriegt man den denn? Raus mit der Sprache. Okay, nice, ein Leben. Da habe ich auch einige verloren im letzten Part. Ich hoffe, dass es, ja, dass ich das jetzt besser machen kann. Nicht mehr so viele Leben verliere. Aber ich kann nichts versprechen, ne? Es wird schwieriger, das ist klar. Und ja, von daher würden wir auch noch das eine oder andere Leben verlieren in dem Spiel. Trotzdem bin ich dennoch davon überzeugt, dass wir ein Game Over ja, vermeiden könnten. Ich hoffe es zumindest. So. Jetzt haben wir hier ein paar kleine Spasten. Ist da oben was? Ja, da oben ist was. Okay, das checken wir natürlich aus, ne? Ich meine, es lohnt sich, das haben wir schon aus dem letzten Part gelernt. Da haben wir nämlich direkt 100% ein Level bekommen. So, ist das jetzt hier optional oder geht's hier weiter? Wow! Auch nicht diese Viecher, die hasse ich. Das sind diese scheiß Fliegen, ey. War da nicht auch noch eine? Hm. Scheinbar nicht. Okay, diese Dinger gibt's wohl auch wieder. Diese Teleporter, nicht Teleporter, sondern diese Viecher, die einen so klein machen. Die Feen. Nennt man die auch. Und genau, das fand ich ein ganz cooles Ding eigentlich. Finde ich cool, dass sie die auch wieder reingemacht haben. Also genau, für die Leute, die Rayman 1 nicht kennen, was wahrscheinlich die wenigsten sind. Also ich denke mal, die meisten, die sich dieses Projekt anschauen, werden auch Rayman 1 kennen. Ich meine, das ist halt ein Fangirl zu Rayman 1, also ja. Würde zumindest passen. Ja, aber für diejenigen, die es nicht kennen, dieses Level hier ist zum Beispiel ganz anders als damals die Musikwelt in Rayman 1. Also das ist mal wieder ein Teil, der komplett neu ist, glaube ich. Ja doch, kann ich schon sagen. Fuck, jetzt habe ich das übersehen hier. Mann, das wollte ich doch gar nicht. Und diese epische Musik. Und doch, ich habe es trotzdem bekommen. Ich habe halt die Tinks nicht bekommen, aber ganz egal. Meine Tinks sind nicht so wichtig, aber der Käfig, den haben wir. Geil. Das war gerade voll unbeabsichtigt, ne? Ich wusste gar nicht genau, was weitergeht. Und deswegen bin ich einfach von da unten lang gegangen. Und dann ist einfach ein Käfig dort. Nice. Was ist das? Das ist neu zum Beispiel. Das ist eine Trommel, die gab es früher nicht. Cool. Genau, die Geigen gab es früher auch nicht zum Beispiel. Also es sind schon einige neue Elemente da. Wo geht's denn hier nur lang? Wo ist das erschienen? Aha. Ich weiß jetzt nicht, ob man da runter gehen könnte zum Beispiel. Das ist halt auch das Blöde bei dieser Musikwelt. Da könnte da rein theoretisch überall was sein. Ich traue mich nicht nachzuschauen, wenn man oft stirbt. Alter, hier ist sogar noch was. Sich verarschen. Lol, ein Leben. Okay, also hier gibt es viele sneaky Leben. Ich sag schon, ich müssen noch eins haben irgendwo. Ja, hier. Nice. Ich
hole jetzt richtig Leben. Also ich weiß nicht, da unten könnte was sein, ne? Man sieht es leider nicht. Soll ich nachschauen? Nee, komm. Da ist bestimmt nichts. Nee, da ist jetzt was. Rost dich aus, Alter. Okay, da ist wieder was erschienen. Da gehe ich nochmal kurz zurück. Diese Bongo-Dinger dagegen, die kennt man noch aus Rayman 1. Die sind nicht neu. Oh, die Becken drehen sich mit nach einer Zeit um. Das fällt mir jetzt erst auf. War das vorhin auch schon so oder ist das jetzt neu? Also wenn wir das vorhin auch schon gemacht haben, dann ist es mir zumindest nicht aufgefallen. Okay, was ist hier unten noch? Noch ein Käfig? Das fände ich ziemlich cool. Wow! Alter, ich finde diese Sounds immer so witzig, ne? Dass ich nicht getroffen werde, ist auch ein Wunder, oder? Wie kann das denn sein? Egal. Ich beschwöre mich nicht, ich beschwöre mich nicht. Alles gut. Alter, dieser Musikwerk gibt es immer so 10 Milliarden Geheimwege, ne? Das kann man gut finden, ne? Ich finde es irgendwie auch gut, aber auf der einen Seite finde ich es auch nicht so gut, weil man da sau schnell was übersieht. Viele Things. Gibt's auch noch einen Käfig? Stimmt, oder? Erstmal ein Deppen, aber Deppen brauche ich nicht. Na komm, den einen Team lasse ich jetzt mal aus. Jetzt wird ja wohl nicht so schlimm sein, oder? Okay, sonst war ja nichts. Also ein Leben. Ich habe, glaube ich, schon 5 oder 6 Leben bekommen, nur in diesem Level. Das ist schon viel. Aber ich finde es gut, also dass diese ganzen Secrets, also dass das. Man wird belohnt dafür, dass man sich umschaut. Ja, das finde ich sehr geil. Sonst ist es immer ein bisschen scheiße, wenn du dich umschaust, dir so voll Mühe gibst und dann findest du im Endeffekt gar nichts. Wow, das war, glaube ich, gerade ganz schön knapp. Und vor allem, dass es auch geile Belohnungen gibt, nicht nur Things, sondern dass es auch wirklich geile Sachen wie Leben gibt, die ja in einem Spiel wie diesem sehr viel wert sind, glaube ich. Zumindest wenn es so ähnlich ist wie in Rayman 1, dann sind die Leben sehr viel wert. Gut, in Rayman 1 waren sie nochmal wertvoller, weil da gab es quasi gar keine Leben im ganzen Spiel. Da gab es so wenig extra Leben zu finden, das ist der Hammer. Also das finde ich gut, dass sie hier ein paar mehr extra Leben zu vergeben haben. So, was ist das hier? Kann man das irgendwie töten? Okay. Geil. Gut. Machen wir weiter zum nächsten Level. Auch das ist eine geile Musik. Ich finde es auch cool, dass sie die wirklich Originalmusik von Rayman 1 für den PC genommen haben. Und nicht diese anderen Sounds, zum Beispiel für GBA oder so. Gibt es ja viele andere Musikvariationen. Ah, oh Mann, diese scheiß Fliegen, Alter. Verpiss dich, Mann. Okay, das Level ist jetzt wieder genau gleich zu Rayman 1 gerade. Das war da das erste oder das zweite? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also Sub-Level jetzt, meine ich. Boah, ich hasse diese kleinen Viecher, ne? Aber man kann nicht schlagen, während man geduckt ist. Man kann nur schlagen, ja, wenn man nicht geduckt ist. Boah, was ist das für ein Spinner? Der ist neu. Das ist ein neuer Gegner. Ich glaube, den will ich gar nicht kennenlernen. Ja, ich wusste, der schlägt irgendwas. Okay. Aber der, er wirft nichts. Ich dachte, der wirft was, sondern der macht so eine komische Faust. Oh, da ist ein Käfig. Ich glaube, der ist sogar an der genau der gleichen Stelle wie damals in Rayman 1. Okay, das ist eine Trommel. Also klar, er hat ein paar Sachen verändert, weil diese Trommel zum Beispiel gab es früher nicht, ne? Also solche Sachen. Ist klar. Okay, jetzt schießen auch schon die Dinger da. Das ist echt gemein. Ja, diese Bongo-Dinger. Genau, ich glaube Bongo-Hügel hieß das Level damals auch. Rayman 1, wow. Okay, man kann aber nicht höher springen, indem man A drückt oder sowas. Also solche Tricks gehen nicht. Tatsächlich. So, was ist hier noch? Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie sterbe, wenn ich runterfalle, ne? Okay, war der Fotograf nur ein Zusatz oder was? Ich glaub schon. So, was ist das denn da alles? Was sind das für Assis? Komm. Weg mit euch. Aber macht ihr eine Spezialfaust vielleicht, dass ich weiter schießen kann? An die anderen beiden komme ich nicht. Warum ich die wegmache, ist nicht, weil sie mich jetzt stören, sondern weil sie mich in Zukunft stören könnten. Wenn ich noch irgendwelche Secrets finden will. Was ist hier eigentlich? Ist da noch was? Ich glaube, da ist nichts. Denn, aber du weißt es halt nicht, ne? Das ist das Fiese mit dieser Welt. Es könnte überall etwas sein. Und das ist auch so dreist hier. Mann, du musst auch richtig timen und den Typen richtig treffen. So, genau. Bam. Jetzt. So, ich würde auch kurz wissen, was da hinten ist. Ist da was? Ist da was? Ist da was? Ist da was? Ja, da ist was, aber ich komme jetzt nicht hin. Okay. Dann erscheinen das helfen irgendwelche Plattformen oder irgendwie sowas. So,
Platz. Bum, bum, ja. Komm, verpiss dich. So. Also irgendwo muss auch so eine Plattform erscheinen, mit der ich da zurückkomme. Aber ich glaube, bei Level 1 kam jemand, genau, wenn man da hochgegangen ist. Ja, das war so fies. Da kamen jetzt so ganz viele von denen. Da kommt, glaube ich, nochmal einer. Ich erledige aber erstmal den hier. Also, es müsste nochmal einer kommen. Ja, da ist er. Assi-Mann. Geil. So, jetzt kommt man nämlich da hoch. Da gibt es erstmal ganz schön viel leisen Scheiß. Und das, genau, diese Plattform, auf die habe ich gewartet. Damals waren das auch alles Wolken, jetzt sind es so Musikdinger. Das ist eigentlich ein bisschen, ja, passender fast, würde ich behaupten. Als einfach mal Musikzeug. Ey, was soll das? Hä? Drei Dings, kein Käfig, kein gar nichts. Ah doch, das ist erschienen. Es ist etwas erschienen. So, was ist das jetzt los? Das ist aber fies, du musst dich so gut umschauen, sonst denkst du jetzt, okay, da waren ein paar Things, das war's. Aber ich habe gesehen, da waren das noch Bongos erschienen. Heißt, ich werde diese Plattform, die jetzt hier rumfliegt, gleich noch einmal nehmen. Ja, und jetzt kann ich hier nämlich hoch. Boah, ist das gemein. Nein, bleib oben, bitte, bitte, bitte nicht runterfallen. Bam! Dann haben wir diesen Käfig. Der war schwierig, fand ich. Der war echt spieß. So. Gut, da haben wir das aber auch geschafft. Das nächste Sub-Level. So geil, Mucke immer. Perfekt. Okay, was kommt jetzt? Ist das wieder. Ne, ich glaube, das ist wieder eines der älteren. Genau. Das mit diesen selbstfahrenden Plattformen, die gab es früher auch schon. Fand ich damals schon eine sehr coole Idee. War ich zu langsam oder erscheint hier noch eins? Ich war zu lahm, oder? Ist ja fies. Das ist ja echt gemein. Das gab es früher auch nicht. Also da konnte man, da waren die unendlich lange, die Dinger. Ja, aber jetzt nicht mehr. Wow, okay, jetzt ganz schön knapp gemessen sogar. Krass. So. Ja, der Mucke ist so nice, ehrlich. Okay, ich soll da hoch. Ich glaube, da brauchen wir noch mal eine von diesen Dingern hier. Also das da. Das hat auch sehr, sehr lange gehalten, erstaunlicherweise. Wahrscheinlich genau, damit man hier hochkommt. Ja. Ich gehe davon aus. Hä, warum kann ich hier laufen? Ist das super. Ein Leben. Sehr cool. Das nächste. Ich habe sogar noch kein Leben verloren, ne? Also bisher habe ich nur Leben gewonnen in dieser Welt. So muss das sein. So, hier unten ist irgendwas gewesen damals. Ja, jetzt ist hier immer noch was. Wow, ein Vollidiot ist da. Haust du ab, Alter. Noch was? Noch ein Vollidiot. Ja, ich habe eine Goldfaust. Alter, wie viele Leben gibt's hier? Weißt du schon das zweite, oder? Und noch ein Käfig. Geido. Zwei Stück fehlen noch. Das wäre endgeil, wenn wir das Level auch zu 100% abschließen könnten. Allerdings fehlt auch noch das Geschenk. Ups. Das Geschenk fehlt noch und es fehlen noch zwei Käfige. Also ist schon noch einiges. Ah, interessant. Das ist neu. Was ist das? Sogar mit der Goldfoss halten diese Viecher in viel aus, diese Fliegen, ne? Das ist echt scheiße, die Gegner. Ah, ich kann da hoch. Das ist ja geil. Okay, man kann da drauf laufen. Das ist anders als früher. Also im Original-Game war das nicht so. Das ist aber echt eine ganz coole Sache. So, dann hau ab mit deinem Blitzen. Ich hab nichts getan. Gibt's noch eine Ebene? Ja. Alter. Das war's aber, oder? Ja. Okay, dann können wir jetzt direkt rüberfahren. Die Musik ist so gut. Oh nein! Nicht so ein scheiß Kerl. Okay, da drüben gäb's noch irgendwas. Fuck, ey. Oh, die machen mich fertig, diese Viecher. Diese neuen Gegner. Die sind echt gemein. Okay, was ist hier? Was ist hier? Hey, gar nichts. Okay, ich brauche noch mal so ein Ding, aber ich bin gleich down. Ja, das meinte ich damit. War hier drüben was? Eigentlich? Ich war hier gar nicht, oder? War ich hier? Nee, hier gibt es eine Goldfaust. Endgeil. Das ist super, weil damit kann ich mich die Fliege schnell töten.
Ich wollte nämlich gerade schon rumheulen, dass ich die nicht mehr töten kann. Gescheit. Aber, wow, ich kann sie aber austricksen. Hahaha, verarscht. Zack, und Leben. Nice, übelst reingelegt. Lel. Okay, warte mal, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Hä, das ist ganz woanders als gerade, oder? Ich glaube, das ist schon eins weiter. Hä, aber ich habe doch den Fotografen aktiviert. Hä, ist komisch gerade. Okay, das ist Geschenk sogar. Geil, da haben wir das Geschenk zumindest gefunden. Das heißt, es ist das vom Magier, das Magier-Ding fehlt auch noch. Das Magier-Ding fehlt noch und... Das andere Ding fehlt auch noch, also zwei Käfige noch. Das ist Ziel, okay. Nee, nee, dann habe ich irgendwas übersprungen jetzt. Was ich gar nicht überspringen wollte. So, hier hin. Hier ist nämlich bestimmt noch irgendwas. Ich finde es übrigens cool, dass man diese Typen von oben anfliegen sieht. Oh. Ja, ja, da ist nämlich ein Käfig. Ich sehe es jetzt. Aha, man kann sie aber schon töten. Nice. Okay, dann habe ich doch ein ganz gutes Gefühl. Ein Käfig fehlt noch und das Magier-Ding fehlt noch. Und das Magier-Ding kriegen wir vielleicht. Im letzten Abteil. Ich hoffe, ich habe hier nicht übersehen. Okay, ich glaube, es müsste nämlich noch ein Level-Abschnitt kommen. Ja, ja, das Level ist lang, ne? Aber es ist cool. Oh. Sieht aber hübsch aus. Was ist das? Oh nein, ich brauche wieder eine Fähigkeit, glaube ich. Sonst komme ich da nicht weiter. Ja. Okay, schade. Da kann ich das Level auch nicht zu 100% abschließen. Schade, aber das Level ist auch schön lang. Das hat sich gelohnt. Aber da oben, ja, schaut mal, was da ist. Alter, da geht's end ab. Aber ich kann das leider nicht aktivieren. Also ich schätze mal, das hängt mit einer neuen Fähigkeit zusammen, die man noch kriegt. Irgendwann im Spiel. Ja. Gut, da kann man nichts machen. Da müssen wir erstmal weiter, Leute. Aber ich meine, wir haben trotzdem schon einiges gefunden. Und wenn ich dann wüsste, dass da das letzte wäre, was wir finden können, wäre es ja trotzdem gut. Ah, oh, Mann. Ich geh kurz hier lang. Okay, nee, das will ja so ein Idiot. Was da? So. Okay, Fragezeichen. Warum Fragezeichen? Das hat doch bestimmt irgendwo einen Käfig getriggert, oder? Oder wenn ich da drüben die Faust hole, triggert es hier einen Käfig. Das könnte auch sein. Das glaube ich sogar eher. Weil ich habe nämlich kein Triggergeräusch gehört. Aber ich weiß jetzt, dass ich hier hoch lang, hier oben lang gehen muss. Und jetzt wetten, wetten, wetten. Nö. Als ob einfach gar nichts passiert. Damit habe ich nicht gerechnet. Achso, was ist da drüben? Achso, die Musik ist wieder neu übrigens. Die finde ich aber so okay, ehrlich gesagt. Nur. Ist ein bisschen getrommelt. Also ist nicht bad, ne? Nicht falsch verstehen, aber. Hat nichts Besonderes so. Fuck it. Oh, aber noch ein Leben. Und da ist dieses Magier-Dings. Hau ab. Okay, nice, danke. Okay, okay. Also wir haben das Magier-Dings gesehen. Nur die Frage ist, wie kommt man da hin? Konnte ich davor irgendwo hier runtergehen? Oder man muss halt später hochgehen irgendwo. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ich glaube, man muss später irgendwo hochgehen. Aber wir wissen schon mal auf jeden Fall, das Magier-Ding ist hier im letzten Abteil irgendwo. Also ich schätze mal, dass das letzte ist. Vielleicht gibt es noch ein Abteil, aber das finde ich ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Okay, da ist nichts. Muss man ja alles auschecken. Ja, das ist halt das, was ich meine. Es kann überall was sein in dieser Welt. Das ist ja das Gemeine. So, und dafür gibt es auch viele Leben hier in dem Spiel. Das finde ich, dann macht es das gleich wieder aus. Jetzt gibt es schon wieder zwei Wege, oder was? Geht es hier weiter, oder... Das ist nur die Frage, ne? Geht's da weiter, wo man lang will, oder ist das nur irgendein Geheimweg? Fuck, ey, Mann, ich lass mich so von diesem blöden Blitz treffen. Das ist nervig. So, aber jetzt haben wir noch einen Käfig. Sehr gut. Damit haben wir alle Käfige. Okay. Stimmt, wir hatten gerade noch einen, ne? Alle Käfige. Sehr geil. Und das Magier, den können wir vielleicht sogar auch bekommen. Dann hätten wir doch 100%. Dann ist da oben vielleicht sogar nur ein Leben. Das wäre natürlich nice.
Also das Magierding müsste eigentlich auch hier irgendwo sein. Wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Man muss irgendwo hochkommen. Da oben zum Beispiel. Wer weiß, vielleicht ist es da, ja. Alter, diese Sounds immer. Das ist so witzig. Okay, ich habe gesehen, da ist irgendwas. Ja. Da kommt man irgendwie hin. So, ich glaube hier nämlich. Ja, das sieht gut aus. Muss man hier gut springen. Den Idioten killen. Oder selber getroffen werden. Jetzt ich zweimal sogar. Oh, jetzt muss ich zweimal von so scheiß. Ey, kommt. Alter, verpisst euch mit euren blöden Blitzen, Freunde. Hallo, das ist ein bisschen too much jetzt. So, Mann, ey, das gibt's nicht. So übelst angestellt jetzt hier. Ja, wir haben den Zauberhut. Wir haben den Zauberhut. Sehr geil. Hey, die Leben respawnen sogar. Als ob. Oh, das ist. Nee, es muss da gewesen sein. Okay, ist ja krass, dass die Leben respawnen. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt kommt bloß nicht sterben. Aber ich sterbe wahrscheinlich eh. Oder ich krieg ein Leben. Oh ne, ich krieg so eine scheiß Wespe, Biene, irgendwas. Aber egal, ich kann fliehen, ich kann fliehen. Und da ist dann noch das Ziel. Ist hier hinten noch was? Nee. Gut. Dann war's das jetzt. Level und wahrscheinlich auch für den Parts. Aber nice, wir haben das nächste Level zu 100% gleich im First Try geschafft. Oh, doch nicht. Es geht noch weiter. Okay, aber dann kann es hier nichts mehr geben, weil wir haben alles. Deswegen habe ich auch damit gerechnet, dass es vorbei ist. Aber nein. Es ist nicht vorbei. Es geht richtig ab nochmal. Cool, neuer Abteil. Und der ist auch nochmal komplett neu. Der andere Abteil gerade, also das Abteil gerade, war auch wieder sehr ähnlich zu einem aus Raven. Wow. Ah, das ist ein Bossgegner. Ach, jetzt sehe ich es erst. Lel. Ich kenne ihn nur aus Rayman 1. Und bei Rayman 1, das waren das keine Bossgegner. Nee, bei Rayman 1 waren das einfach nur so Idioten, den man ausweichen musste. Aber hier sind die ja richtig stark. So, jetzt, komm. So, kann ich denn. Mann, ey! So, greif an. Hallo, ich würde mich auch gerne mal wieder auf die Fresse hauen, den Spaten. Also wenn er beides macht, ist es wirklich sehr schwer auszuweichen. Und ich glaube, er macht es immer, wenn man ihn trifft. Ja, immer wenn man ihn trifft, macht er beides. Der Assi. Oh, fuck, ey. Hat er uns getroffen? Ja, hat er. Außer er steht weit weg, dann geht's. Aber wenn er nah an einem dran ist und dann beides macht. Okay, wenn er diese Attacke macht, soll man anscheinend nicht angreifen können, aber man kann es irgendwie trotzdem. Boah, Alter. Finde ich gar nicht so einfach, ne? Aber ich finde es echt geil, dass die den als Boss gemacht haben. Aber wie gesagt, früher als Kitty habe ich mir immer gewünscht, dass der irgendwie ein Boss wird. Weil ich fand die immer komisch, warum sind die da? Oh nein, jetzt kommt er ganz nah. Komm, ihr letztes Leben. Nein. Töte ihn, bitte. Danke. Okay, ihr kriegt nochmal ein Leben. Also, sie wissen wohl, dass der Boss Hardcore ist. Ich fand den echt schwierig, muss ich sagen. Hodi, aber wir haben ihn. Foto machen. Danke. Okay, ich glaube, da gibt es dann das Leben. Oder die Leben. Aber da kommen wir wahrscheinlich aktuell nicht rein. Nein. Da müssen wir klein gemacht werden. Aber ich habe gesehen, da oben gibt es noch ein Leben. Aber ich komme da nicht hin. ETF. Nee, man kommt nicht hin. Okay, schade. Dann gibt es keine Leben für mich. Wo kommt man denn dann hin? Vielleicht brauche ich noch irgendeine Fähigkeit wieder. Also ich bin relativ entspannt, weil wir ja... Weil wir alles haben in dem Level, ne? Also ich kann hier einfach ganz in Ruhe alles mir anschauen und so. Das ist ganz cool. Aber wie ich werde jetzt ein Leben bei euch trotteln hier. So, sehr gut. Meine Augen sind gemein. Oh, ja klar, macht halt noch mehr Gegner hin. Ja, Alter. Komm, weg. Lass die Spinnen hier weg. Schießt du auch auf mich oder bist du sozial? Okay, du bist sozial, aber deine Freunde sind nicht sozial. Deine Freunde sind gar nicht sozial. Lass dich in Ruhe, Freunde. Wow. Okay, im Ziel. Ich glaube, ich habe jetzt am Ende halt nicht mich ganz genau umgeschaut. Man hätte bestimmt noch irgendwo Leben finden können. Aber ich dachte mir jetzt... Come on, wir haben alles... Oh, der Part ist eh schon zu lang, also weiter geht's. Ja, aber ich danke fürs Zuschauen, Leute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein sehr cooles Level. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet hier bei Rayman Redemption. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!